Und jetzt kommt ein langjähriger Cannabis-Sachverständiger und auch geschätzter Schildower Kreiskollege von mir und auch jemand, der mich persönlich sehr inspiriert hat, dass man auch als Naturwissenschaftler sich politisch zu diesem komplexen Thema äußern darf. Er ist besonders aktiv in den letzten Jahren im Bereich Medical und Patientenrechte, unter anderem mit seinem Kompetenzzentrum Cannabis GmbH. Bitte einen großen Applaus für Maximilian Plenert! Jo, hallo Berlin, seid ihr noch da? Ich hoffe es doch. Leute, Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr. Verdammt doch mal, das haben wir erreicht, dieses Ziel. Wir wissen, das ist erst der Anfang, aber was wir jetzt erreicht haben, ist tatsächlich bemerkenswert. Auch wenn es sich noch nicht so anfühlt, wir sind damit weltweit ganz nach oben gesprungen in Sachen Cannabispolitik. Wer hätte das vor 10 Jahren mal gedacht, dass wir so weit kommen? Wir dürfen die Rauschgrenze jetzt endlich überschreiten, ganz legal. Und selbst ich als Patient, es wird ja gerade gefragt, was sich so verändert hat, selbst als Patient mit Rezept in der Tasche, selbst hier in Berlin, ich mache die gleichen Sachen wie vor dem 1.4., aber selbst ich bin entspannter, weil wenn ich jetzt rieche wie ein Büffel nach Gras und in der Tram hocke, scheiß drauf, es ist legal, verdammt doch mal. Wir dürfen jetzt nur nicht aufhören, das glauben manche auch, wenn wir wirklich die Legalisierungsdividende einfahren wollen und das Konzept, was die Säule 1 bietet. In anderen Ländern haben die Leute mit viel weniger rechtlichem Rahmen, mit viel weniger Sicherheit großartige Dinge aufgebaut. Deswegen, was wir hier in Deutschland haben, lass es uns nutzen. Selbst die Anbauvereinigung, es ist eine riesige Bürokratie, aber jeder Club, der genehmigt wird, ist der Beweis, dass es beim Kiffen ganz so blöd nicht machen kann. Wer diese bürokratischen Hürden schafft zu meistern, der hat es gemacht, weil jetzt sind wir halt in Deutschland. Legalisierung heißt halt, es ist auf dem Dienstweg. Naja, auch den werden wir meistern, davon werden wir uns nicht abhalten lassen. Und ja, ansonsten kann ich mich auch nur meinen Vorrednern anschließen. Bleibt weiter aktiv, wir haben jetzt ein Fenster, wo wir Fakten schaffen können, wo wir Fakten wachsen lassen können, wo wir sie ernten können, wo wir einfach dafür sorgen, dass sich das Rad nicht mehr zurückdrehen lässt. Deswegen pflanzt an eure Pflanzen und drückt eurer Mutter auch noch Samen in die Hand. Redet mit den Ärzten, sagt ihnen übrigens, es ist kein Betäubungsmittel mehr. Demnächst hat sogar jeder Hausarzt jedem Kassenpatient einfach mal 5 Gramm verschreiben. Das geht dann jetzt einfach mal. Das müssen wir nutzen, damit wir die Freiheit wirklich mal voll auskosten. Und da kann auch ein Friedrich Merz nicht mehr zurückdrehen. In diesem Sinne, machen wir weiter und nächstes Jahr ist Cannabis noch ein bisschen mehr legal. Vielen Dank, Max Plenert!